Moin Leute und willkommen zu Battlefield 4. Wir spielen heute Domination und ich bin heute nicht alleine. Ich spiele mit dem Daniel von Hellgaming. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Den findet ihr auch unten in der Beschreibung. Den habe ich mal verlinkt. Und ja, mal gucken, was heute so läuft. Servus Leute, das gleiche hier natürlich auch zurück. Auch den Dead Legacy findet ihr bei mir. Schaut einfach mal vorbei. Und wir haben uns gedacht, wir spielen ein bisschen Battlefield, ne? Ja. Muss Weil ich sein. Auch nicht so viele Leute für Battlefield habe, leider. Geht mir genauso, geht mir genauso. Irgendwie haben sie alle aufgehört, warum auch immer. Irgendwie ist bei denen die Langzeitmotivation nicht ganz so da. Laut einer Statistik, was jetzt auch veröffentlicht wurde, sind ja mehr Leute jetzt vom PC abgehauen und sind auf der PS4 übergelaufen. Echt? Yep. Jetzt gibt's, im Moment gibt es mehr Spiele auf der PS4 als auf dem PC. Also, ich kann verstehen, dass jemand sagt, ich will Destiny auf der PlayStation spielen, ich will COD auf der PlayStation spielen, alles kein Thema. Aber wenn mir jemand erzählt, ich will Battlefield auf der Konsole spielen, nee. Nee, da hört es, für mich hört es da echt auf. Battlefield ist für mich ein PC-Spiel. Auf jeden Fall. Eben für mich auch, immer schon gewesen irgendwie. Also, ich bin generell kein Konsolenspieler mittlerweile. Bei mir ist das sehr wechselhaft, muss ich ehrlich sagen. Das ist immer wieder, wo ich sage, Ich will mir ja die ganze Zeit eine Xbox One kaufen oder eine PS4. Aber ich hatte keinen Grund irgendwie dazu. Vor allem auch, ich wollte mir ja die Xbox One kaufen wegen Rise, Son of Rome. Ja. Und wegen Dead Rising 3. Kommt ja jetzt beides für den PC. Das stimmt, ja. Weil die ich wollte mir Xbox One total abkackt auch, ja. Eben. Und dann wollte ich mir noch eine Next-Gen-Konsole kaufen für FIFA, weil ich mir gedacht habe, okay, die werden auf dem PC auch keine neue Engine bringen. Machen sie jetzt aber. Also noch ein Grund weniger für eine neue Konsole. Also da muss was Gutes kommen. Ich warte auf Uncharted 4. Bei der Wii U geht's mir ähnlich. Wii U warte ich auch seit ewig Zeiten immer, dass der Kaufgrund kommt. Und denk, für mich kommt der wahrscheinlich, sage ich mal, einfach mit Super Smash Bros. Da habe ich mega Bock drauf. Ah, nice. Aber ja, vorher musste ich auch sagen, so ein Mario holt mich irgendwie nicht vom Herd her oder so. Ja, ich bin sowieso ein Sonic-Fan eigentlich immer gewesen, als kleines Kind schon. Ja. Ich war damals schon Hipster, kann man sagen. Alle wollten Mario, ich war Sonic-Fan. Ich war ein Hipster der 80er. Ja, ich hatte leider nie eine Sega. Oh, ich hatte mehrere. Ich hatte immer nur bei Freunden. Bei Freunden hatten immer eine Sega. Ich hatte nur ein Super Nintendo und später dann eine Playstation, ja. Und ein Gameboy. Aber die Sega hatten immer nur bei Freunden, deswegen kenne ich nur Sonic. Immer nur vom so mal, ich bin zu Besuch, spiele ich mal Sonic. Ja, die Map ist so offen. Map ist extrem offen. Man schießt einen an und gleich kommen irgendwie drei Leute, die einen umschießen von hinten. Ja. Vor allem, du kannst dich auch hier nicht wirklich irgendwo in Deckung bewegen oder sonst was. Aber wir machen das Beste draus. Auf jeden Fall. Ich finde es schade, dass es keine Sega-Konsolen mehr gibt, die komplett aufgehört haben. Ja. Dreamcast fand ich auch noch sehr cool. Da gab es sehr, sehr viel cooles Zeug. Auch wenn ich war da immer beim Freund, da habe ich immer Dreamcast gespielt. Da gab es aber richtig cooles Zeug, keine Ahnung. Wie heißt denn das eine Spiel da? Das eine Rollenspiel. In Japan, was das spielt. Ich hab's vergessen. Shenmue! Wie? Shenmue. Meinst du das? Was in Japan anfängt mit diesem Typen. Oh. Ja, genau. Ja, das habe ich mir größtenteils auch nur angeguckt bei Game One, muss ich sagen. Die haben dann super, super, super Let's Play von gemacht, also gut ab. Jetzt auch vom zweiten Teil, das kann man sich auf jeden Fall geben. Ich mag die Jungs von. Aber ich bin dann irgendwann mal komplett zum PC-Spieler gewechselt. Ja, ich auch. Spätestens mit 1.6 war es alles bei mir hauptsächlich nur noch PC, PC, PC. Danach relativ viel WoW. MMOs, was ja eh nur auf dem PC geht, dann kommt wer von hinten. Ich war ein Herr der Dinge-Mensch. Herr der Dinge online gezockt. Achso? Okay, ich hab's angefangen, ich bin da irgendwie nicht so hundertprozentig reingekommen. Auch wenn ich sehr, sehr, sehr großer Herr der Ringe-Fan bin, das gebe ich gerne zu. Ich weiß noch, damals bin ich mit dem Bruder bin ich da ins Geschäft, in den Mediamarkt, und er hat gesagt, so, jetzt holen wir uns ein MMO. Und da haben wir so WoW in der Hand gehabt, in der linken, und Herr der Ringe Online in der rechten Hand. Und weil wir beide Herr der Ringe-Fans waren, haben wir halt Herr der Ringe geholt. Ja. Und das haben wir gesuchtet, das war echt schlimm. Aber damals fand ich das ja nur super, weil damals konntest ja, oder besser gesagt musstest ja, die ganzen Quests durchlesen und selber rausfinden, wo du hin musst. Heute wirst du überall hin delegiert. Deswegen habe ich dann irgendwann mal aufgehört zu spielen. Ja, das stimmt. Und Herr der Ringe hatte auch super Atmosphäre. Es war super. Ich bin um 12 mittags aufgestanden und habe bis 12 mitternachts Herr der Ringe online gefühlt. Das war meine damalige klasse Zeit.
David, das habe ich gesuchtet, das war echt schlimm. Kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Also WoW habe ich auch sehr, sehr exzessiv gespielt. Ich habe mir irgendwie Herr Ringe haben wir nochmal irgendwie vor einem Jahr oder so angeguckt im Free-to-Play. Hab da auch relativ weit gespielt, aber ich muss sagen, jetzt ist. Es ist ein sehr, sehr komisches Free-to-Play-Modell. Ich bin da nicht so hundertprozentig durchgeblickt. Was muss ich jetzt hier kaufen? Was nicht? Kann ich auch komplett ohne kaufen, hier durchzuspielen? Das ist sehr. Ich wusste nicht so genau, was da abgeht, wie sie das da. Aber naja. Ist auch verwirrend. Aber es wurde ja alles irgendwie Free-to-Play. Alles, was ich irgendwie damals gespielt habe, aber auch Terra wurde dann Free-to-Play. Ja. Dann was noch, habe ich noch gespielt? Ion habe ich auch kurz gespielt, wurde auch Free-to-Play. Oh, Ion war auch echt ein China-Grinder. Ich muss sagen, ich bin ausgestiegen ab wirklich bis Level, ich weiß nicht, grob geschätzt, was war das, 17 oder so, konnte man auch spielen mit Quest und danach musste man irgendwie 3 Level grinden und da habe ich gesagt, dann nee. Nicht mit mir. Die Story von Ion ist ja sowieso eine Klasse, weil ich habe auch schon die China-Beta gespielt. Mhm. Und da war es halt eben noch verdammt schwer. Da hast du echt gar keine Hilfe gehabt. Da bist du dann in die Ini reingegangen, da in die erste, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, ich glaube auf Level 25, 30. Und du hast nie ein Item bekommen. Nie. Das war eine Sensation, wenn mal einer was gedroppt hat. Und von 100 Gänge ist vielleicht einmal was gedroppt. Und das war dann echt extrem krass und extrem schwer. Und dann haben sie das gegen Ende komplett umgekrempelt. Hm. Dann haben sie da alles in den Arsch geschoben. Ja, das ist dann hast du alles Kacke. Bekommen. Also von zu hart auf zu easy. Das war dann schon krass. Ja, das ist ja was. Was persönlich momentan sehr an WoW stört, dass es echt zu easy, zu in den Arsch geschoben ist, momentan alles ziemlich. Das haben viele gesagt, ja. Ich hatte einen Kumpel vor einiger Zeit überredet, das mal zu zocken, mal zu probieren. Und das war mir einfach viel zu einfach. Das war mir viel zu einfach, leider. Und er sagt es ja auch selber. Ja, es ist, also der Level, es gibt natürlich auch Anspruch in WoW, das ist, wenn du Hardcore raidest, aber auch nur dort. Alles andere ist wirklich für Idioten gemacht, das kann jeder spielen. Ja. Das ist schade eben. Oh Gott. Aber mal gucken, sagt dir Black Desert was? Ja, ich hab's mir angeguckt, aber ich hab auch versucht irgendwie Beta oder so irgendwas zu finden, aber es geht glaube ich gar nicht irgendwie richtig als Europäer, oder? Muss man da Glück haben oder so? Ich hab nichts gefunden, wo man sich richtig gescheit anmelden kann. Ich glaube nur in Korea, soweit ich weiß. Ja. Es sieht auf jeden Fall sehr pornös aus, muss man einfach mal so sagen. Ja. Oh, ja. Grafisch haut das einiges vom Leder, ey. Oh ja, und vor allem es spielt sich ja wie ein Hack and Slay, von dem was ich so gesehen habe. Ah, bin ich mal gespannt, was das wird, ey. So, und ich kacke ganz richtig ab. Hey, ich hab wieder so eine Phase, wo ich nichts kann. Ich schieße aber auch nur irgendwie 2 Leute ab, sofort weggeschossen. 1-2 Leute weggeschossen. Ich wäre froh, schau dir mal meinen Score an. Die Map ist echt heavy. Das ist schlimm, und letzte Woche war ich gut, weißt du? Letzte Woche war ich richtig geil am Weg und jetzt geht gar nichts die letzten Tage, ich weiß nicht warum. Vielleicht auch, weil ich Dead Rising gesuchtet habe. Oh. Auf dem PC? Dann gar nicht mehr. Jo. Stört die 30 FPS-Limitierung oder kann man die gescheit aufheben, ohne dass das Spiel abstürzt? Die kannst du locker aufheben, ja. Aber das bringt sich leider auch nicht wirklich viel mehr. ich hab's mittlerweile auch auf 60 FPS, aber das ruckelt dennoch wie Sau. Okay. Das ist schlimm. Echt schlimm, die Portierung ist so für den Arsch, dass das glaubst du gar nicht. Für manchen läuft's besser, bei manchen schlechter, aber ich habe immer wieder irgendwelche Standbilder und Ruckler. Aber dennoch macht's Bock. Oh Gott, ich hänge hier mitten im Busch. Nee. Kennst du das auch, wenn du nicht weißt, welche Waffe du spielen sollst? Ja, ich wechsle dann auch gerade. Ich habe gerade erst das LSAT gespielt, das MG. Dann habe ich jetzt das M290B genommen, weil damit ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Weil ich komme. Du hast nicht viel Zeit, die Leute hier zu töten. Und dann müssen die ersten Schüsse viel Schaden machen. Ansonsten ist es eh schon vorbei. Ja, da kommt wieder jemand von rechts, der Bulldog. Ich versuche jetzt mal die AK-12. Also. Siegel 44, die habe ich immer noch nicht, weil ich keinen Bock habe auf die Unika. Lohnt sich aber, lohnt sich. Geh auf ein Pistol Only, lohnt sich. Die Diegel ist godlike, die beste Pistole in diesem Spiel, meine Meinung. Ja, ich die ist richtig geil. Habe ich eine eigene Serie. Aber mit der Unika war auch echt, es war kotz. Es waren echt ein paar, echt Kotzrunden. Die ist ja verbuggt, die Scheißwaffe. Fuck. Die ist komplett im Arsch, die Waffe. Deswegen habe ich da keinen Bock auf die. Hm. Mann, ich verdecke nur noch, ey, das ist schlimm. Probier es jetzt mal mit der DMR.
Pack jetzt mal die Schrotflinte aus. Bringt sich hier voll. Boah, Schrotflinte? Ah, ich weiß nicht. Wenn du wirklich gut an die ranlaufen kannst, halt sehr offen hier. Also ein bisschen inkognito-mäßig, weißt du, so Ninja-Style. Kann man? Nee, kann man nicht. Ich wollte nur gerade sagen, kann man auf eine Shotgun eigentlich eine Schalldämpfer draufpacken? Deiner nicht? Völlig sinnfrei. Aber gibt's? Nee, ich glaube, du hast diese Duckbill und diese ganzen anderen Aufsätze, aber ich glaube, ein Schalldämpfer geht nicht. Ich habe kurz mir bei FPS Russia reingeschaut, der hat auch so eine fette Schrotflinte gehabt mit einem fetten Schalldämpfer. Also richtig, richtig geil. Achso, flipp! Da fallen die Leute um. Hä? Ach da, fuck. Oh Mann. Ich glaube, das ist mein schlechtester Score seit langem. Naja, und danach kommt eine Map irgendwie mit Wänden. Oh gut, meine Leute sind eh gewohnt, dass wir nicht overproblen. Man darf wieder seine Zuschauer auch nicht zu sehr verwöhnen, weißt du? Weil kaum spielst du dann schlecht, dann heißt es wieder, du kannst nichts. Wenn ich aber auf dem Level bleibe, wenn ich auf dem Level bleibe, ich kann nichts, dann kannst du Überraschungen machen, weißt du? Aua. Weg. Ich bin ja auch nicht wirklich krass Pro oder so. Ich versuche mich halt schon anzustrengen, dass es halt nicht so völlig durchfallen wird, wenn man spielt. Aber, Herrgott, da sind auch Runden dabei. Gerade wenn man irgendwie live unterwegs ist. Bist du eigentlich auch live unterwegs auf Twitch oder so? Ja, Hitbox hin und wieder. Hitbox, okay. Wollte ich viel öfter. Oh Gott, das sind so viele. Alle paar Tage mal euch da mal streamen. Aber noch zu selten, leider. Ich hab nicht weggemäht, ey. Aber wenn du auch live spielst, dann hast du auch immer so einen kleinen Druck, weißt du? Ah, die Leute schauen dir zu, jetzt musst du gut spielen. Ja, das ist klar. Das ist immer ein Stück weit. Ich finde, bei der Aufnahme kann man es immer eher mal vergessen, aber bei live bist du halt permanent dran erinnert, die schauen Leute zu. Und das ist ganz, ganz natürlich, dass du nicht dann irgendwie wie Gülle spielen willst, sondern du willst halt schon ein bisschen. Ja. Oh, ich mach das dann weg mit schwarzen Humor. Ja, klar. Also bei Destiny, ich habe auch Destiny gespielt im Multiplayer und ich bin. PC-Shooter kann ich einigermaßen, so kann ich, würde ich das beschreiben, aber Konsolenshooter. Ist teilweise. Ja, sowas fehlt mir einfach, keine Ahnung. Den letzten Konsolenshooter, den ich wirklich viel gespielt habe, war Red Faction 2 auf PS2. Das ist lange her. Ja. Aber ein geiles Game. Ja, ja. Ich weiß auch nicht wieso, aber wir haben da früher auf der PS2 mit Bots diesen Multiplayer gespielt. Ey, ich scheiß grad so rein. Das ist, du könntest echt sagen, peinlich. Aber ich stehe dazu. Aber Red Faction war ja damals so eine der ersten Spiele, wo du ja alles komplett zerstören hast können. Im ersten Teil, ja. Im zweiten Teil wurde das auch schon wieder deutlich reduziert. Echt? Den habe ich nie gespielt, leider. Ja. Im ersten Teil konntest du sie richtig so weit durch Wände bohren und so. Im zweiten war das mehr so Battlefield-mäßig, wo so ein paar Sachen kaputt gehen konnten. Wie ist denn das eigentlich im letzten? Da habe ich mal mit dem Steam-Sale gekauft und nie angespielt. Nie gespielt, die den danach, muss ich sagen. Die haben aber auch so mit Zerstörung arbeiten viel und so. Es gab da einen coolen Multiplayer, den habe ich auch nur in meinem Video gesehen. Da geht es auch irgendwie nur darum, irgendwie so, du hast halt so ein Gebiet vor dir. Platzierst, kannst halt irgendwie 4 oder 5 C4-Dinger platzieren, wie auch immer. Und es geht halt nur darum, möglichst viel da dann kaputt zu machen durch diese Gebäude und so und kriegst halt dafür Punkte. Das war ganz schön lustig. Aber ob sich dafür das Spiel lohnt, glaube ich nicht. Plötzlich nice. Au, 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 au. Okay. Wir haben auch mit dem Team Haushof verloren. Es lag alles am Team. Es lag alles nee, nee, Team und Team. Ich bin schuldig, gib's zu. Alter, 15-32, das ist ja heftiger Scheiß. Oh Mann. Tim. Ja, die Runde. Magst du noch so dunes Sand packen oder? Oder wollen wir hier Schluss machen? Ey, wir können auch gerne noch. Ja, die geht 14 Minuten. Ey, dann wird's eine lange Folge, aber mir ist das relativ Wurst. Wir können auch gerne noch. Machen wir eine längere, oder? Ich bin noch dabei. Ich will auf jeden Fall gerne so eine Map haben mit Wänden. Das wär's, nicht nur mit Felsen und Gestrüpp. Und Büsche. Das wäre angenehm. Gucken, was kommt. Hier sind ja alle DLCs, soweit ich weiß, ne? Okay, das ist so nice. Ich finde die Dragon Teeth Maps, die eignen sich auch relativ gut für Domination.
Ja, definitiv sehr geil. Chainlink ist hammergeil. Chainlink macht auch Spaß. Ja. Nun, bei Chainlink habe ich immer das Problem, ist das immer die Server, die ich ausgesucht habe, aber die Runden sind teilweise ultra schnell vorbei, so nach 5 Minuten. Die gehen schnell vorbei, wenn halt ein Team sehr dominiert, dann bist du ja, gleich weg. Ja, das ist ratzfatz. Das folgt ja zu Ende. Das Lustige ist, es kann sich lang ziehen, wenn die Teams gleich gut sind, wird aber ein Team dominiert, dann geht das wie nix. Ja, das fand ich ein bisschen nervig. Oh, Propaganda. Was sage ich? Rank Teams, ja, Propaganda schön. Ist super. Propaganda ist Hammer. Aber was sagst du eigentlich zum DLC? Also das Neue. Das Neue, hast du schon gesehen? Ich habe noch nicht viel angeschaut. Ich habe die Railgun, habe ich gesehen. Ja, die genau. Ja im Moment ziemlich OP sein soll, weil die haut ja alles weg. Sieht so aus, ja. Die haut ja alles weg, was irgendwie da ist. Aber ich finde es cool, ich finde es geil. Aber ich hätte mir, ich weiß nicht, ob sich das jetzt wirklich irgendwie gut etablieren würde. Ich bin mir nicht sicher. Ja, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, dass es so in Richtung einfach 21 zu 40 jetzt mal wieder geht. Vielleicht probieren sie auch so einfach ein bisschen aus, ob die Leute Bock haben auf dem 21 zu 40 Battlefield wieder, ja, weißt du? Also ich hätte mega Bock drauf. Ich auch, ich fand 21 zu 40 super. Und ich will echt kein Battlefield 5 sehen, was Copy-Paste ist, weißt du, was wie 3 auf 4 war. Das fand ich jetzt schon eigentlich, meh. Battlefield 4 ist halt irgendwie nicht wirklich krass was Neues wie Battlefield 3, aber ja. Und wenn sie jetzt einfach noch 5 also irgendwann mal raushauen, dass wieder einfach nur moderner Krieg hier ist, naja. Also ich glaube, jetzt machen sie ja mit Hardline so ein kleines Zwischending. Und vielleicht ist ja jetzt so der Final Stand so ein bisschen, um zu gucken, ja, wollen die Zukunftsszenario oder nicht? Also ich wäre sofort dabei, also mir wird das sehr gut gefallen. Weil wir bekommen jetzt ja unter... Jetzt gibt es ja auch den Hubbard und Panzer, was man da gesehen hat. Alter, ich bin so beschissen, ich könnte mir gerade selber wirklich eine reinklatschen. Ich meine, wir bekommen ja unser Zukunfts-Battlefield im Grunde genommen mit Star Wars Battlefront. Das wird auch... Boah, ich bin gespannt, was die daraus machen, ey. Wenn es einfach nur Battlefield mit Star Wars Theme ist, super geil. Ich habe es auch damals auf der PS... Halt mega geil, was war es? PS1 oder PS2? PS2 muss es gewesen sein, oder? Der zweite Teil? Ach, es war auf jeden Fall super gut. Ich bin auch so ein kleiner Star Wars-Fan. Star Wars ist legendär. Oh ja. Aber ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber soweit ich weiß, ist jetzt Final Stand ja nur mit der Railgun, also... Ja, so krass Zukunft war es nicht. Es ist die Railgun und sind die Hover-Panzer mehr. Habe ich auch nicht gesehen. Das ist jetzt... Also die werden ja auch nicht das ganze Spiel ummodeln. Eben. Ich find's okay. Ja, finde ich auch. Mir gefällt bis jetzt wirklich Dragon's Teeth am besten, muss ich zugeben. Also das gefällt mir bis jetzt am allermeisten. Macht einfach am meisten Bock. Schön mit Chainlink und so. Ich fand am Anfang den was war das mit den... ich komme gerade nicht drauf. Wo du den Flugzeugträger zerstören musst? Keine Ahnung, wie der Modus gerade heißt. Fand ich am Anfang sehr cool, aber mittlerweile ist auch irgendwie... Wie hieß der denn? Der war ja angelehnt an den Titan-Modus aus 2142, wobei ich das Titan-Modus deutlich cooler fand. Also Obliteration ist es nicht, weil Obliteration, da musste ja die mit der Bombe da holen für beide Teams. Wie waren denn... Wie hieß der scheiß Modus, Mann? Ich komme auch nicht mehr drauf. Oh, von hinten. Ich glaube, ich nehme jetzt mal einen Schalldämpfer, weil ich permanent irgendwie von der Seite weggeschossen werde, sobald ich einen getötet habe. Ich krieg sowieso nur auf die Schnauze mit einem 1,5, ey. Was ist denn los mit mir in letzter Zeit? Ich wollte ja heute eigentlich einen Kommentar bringen. Mit meinem Gameplay. Und ich habe so reingeschissen, dass ich mir gedacht habe, nee. Kenn ich aber auch. Manchmal spielst du so allein schon bis zur Hälfte der Runde und denkst dir, ja nee, das lade ich nicht hoch. Nee. Hab ich 18 Minuten hochgeladen und dann habe ich gedacht, nee. Ich bin ja nicht mal so ein penibler Mensch, der sagt, okay, wenn du jetzt ein bisschen schlecht spielst, okay, ist egal. Aber wenn ich alleine halt eben bin, dann ist es scheiße. Wenn jetzt jemand dabei ist, wie du zum Beispiel, mal so gemeinsam, dann ist es mir wurscht, dann ist es dennoch unterhaltsam. Aber wenn alleine ordentlich reinscheißt, und ich habe nicht mal geraged, ich bin einfach nur da gestanden, ja, gut. Ja, dann ist es. Ist jetzt halt so. Aber das ist ja auch gut, dass man irgendwie einen gewissen, sag mal, Qualitätsanspruch hat und dass man nicht jeden, in Anführungszeichen, Durchfall hochlehnt. Eben. Ich auch halt gerne mal ab und zu so ein paar Rage-Dinger raus. Wenn ich halt mal rage, aber wenn es einfach nicht läuft, dann ne. Wie jetzt auch zum Beispiel. Wenn ich jetzt alleine spielen würde, ich würde es gar nicht hochladen.
Außer wenn ich halt extrem Raging bin. Weil das mögen die Leute irgendwie. Ja. Der kommt mein Beinisch aus, ich weiß. Nee, der Raging, der Bayer. Oh, Alter, ich hab ihn so angeschossen, Scheiße. Der läuft einfach weiter. Ich wäre froh, wenn ich überhaupt irgendwas treffen würde. Ich bin gerade das schlechteste Spieler für so. No! 7 Leben hat überlebt. Ich hasse diese Leute mit ihrer Guffel-AEK. Oh ja. Das ist einfach nur drr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 
Nee, wir verlieren, glaube ich, wieder. Es wird, glaube ich, eine relativ lange Runde, weil der Server nicht mehr so voll ist. Ja, egal, machen wir eine längere Session, da passt das schon. Ah, ich hab den nicht gesehen. Warte, ich hole dich wieder. Vorsicht, Vorsicht, der zielt. Blau. Wow, wo ist der? Oben an dem Zug. Scheiße. Gesehen. Oh Mann. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Ist ich aber einzig ist dies. Und den hol ich. Nein, der ist schon tot. Oh. Oben in den Zügen. Ah, ich seh's, ich seh's. Ich hab gerade einen gesehen. Ah, 30 Leben hat er noch. Nee, nicht zumachen, ich bin da rein. Vorsicht, der ist da noch. Ah, hat mich. Schade. IK hat er ausgepackt. Ich hol mir jetzt auch die IK. Ich brauch jetzt irgendwas, gebe ich nicht mal die Bulldog wieder. Ich brauch irgendwas mit Durchschlagskraft. Die Bulldog ist auch ziemlich gut. Ich habe den noch gar nicht so viel gespielt. Ich habe nur eben gesehen, sobald du mit der anfängst zu spielen, fangen die alle gleich an rumzuballen. Bulldog. Noob-Waffe. Aber da kannst du euch mit einem spielen, da fangen sie an rumzuballen. Fragen sie aber auch immer bei den Schrotflinten benutzt, dieses gleiche, du bist auch gleich Noob. Scheiße. Im Haus ist einer drin, wenn du da noch bist. Da hab ich auch erwischt. Psycho, ne? Da hat mich auch weggemacht. Okay, hab ihn. Revanche. Ich muss echt gucken, woran die Ruckler liegen. Komm da. Lol, da kommt mir nicht gegen mit dir. Ich hab grad schon irgendjemand angeschossen. Da ist er. Yes. Nein! Ah, beim Nachladen, ey. Hey, dieser Sniper hier immer hinten am Arsch der Welt ist irgendwie auch nicht so sinnvoll fürs Team. Nee. Entweder Sniper sind sowieso nicht sinnvoll. Meistens nicht, wenn sie irgendwie hinten am Arsch der Welt rumstehen. Ne? Wo ich immer so wenig Hardcore spiele und irgendwann in meinem Team campt immer so rum. Hardcore spiele ich irgendwie, ehrlich gesagt, nie. Das könnten wir theoretisch auch mal spielen, hätte ich irgendwie mal Bock zu. Ja, klar. Weil ich habe sehr, sehr viel Hardcore gespielt und bin dann wieder zurück auf normal mittlerweile. Ich bin Hardcore Bolt snipen, macht halt Bock. Du one-shottet dann halt, ne? Nice. Ja, kannst du überall hinballern, sogar den Fuß. Lol. Aber ist halt auch irgendwo wieder realistisch. Okay, klar, wenn du ins Bein schießt, verdeckt er jetzt zwar nicht, aber in Wirklichkeit wäre der ja auch am Arsch. Weißt du, dann wäre der ja wär auch schon nicht mehr kampffähig. Das stimmt schon. So ein Sniper bist du schon gleich am Arsch. Oh shit. Ist ja relativ großes Kaliber, ja. Im. Hast du im Fußmatchup haben. Und wenn du in den Oberkörper schießt, ist er auch gleich weg. Deswegen mag ich das. Ich mag das Snipen nicht, wenn ich zweimal treffen muss. Nee, ja, das stimmt. Das ist nicht so einfach. Ah. Scheiße. Boah, fuck. Hinter mir stehen 5 Gegner und ich schaue in die komplett falsche Richtung. Wieder typisch ich. Wir fehlen im Moment, das ist schön. Ich sage zwar dazu nichts bei. Ah, scheiße. Mit der Bulldog läuft jetzt einigermaßen. Oh Gott, die ist jetzt gleich leer. Ich habe einen feindlichen Soldaten. Ich den jetzt anders nehmen. Ich versuche jetzt mal die Ich habe in die Füße. Ah! Waffe mag ich auch ganz gern. Type 88, was war denn das noch? Ein LMG. Ah, ja. Aber ein gutes. Das. Gefällt mir persönlich nicht. Aber es ist einfach Geschmackssache. Ich finde es echt ganz gut. Oh Gott, ist da viel. Oh Gott. Lauf.
Oh Mann. Mann, eigentlich, wenn man jetzt hier gegen den Zug. Nee, kann man nicht, okay. War doch, ein bisschen habe ich Damage bekommen. Naja, wenn du davor stehst, bist du tot. Das habe ich schon ausprobiert. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe gerade versucht, ob wenn man reinrennt, ob dann was passiert. Weiß ich nicht. Ich habe Angst davor. Und Zug schmeiße ich nichts. Würde ich jederzeit machen für eine Frau. Aber auch nur für eine Frau. Man dachte. Ironie dahinter, in den Sarkasmus. Hm. Kriegt ja nicht immer jeder mit. Oh Gott. Mann, ey, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist in letzter Zeit. Scheiße, wie das denn? Ach, Kacke. Ich ändere jetzt meinen Spielstil komplett. Versuch das. Ich gehe jetzt auf Defensive. Ist meistens schlauer, ist meistens schlauer, ist sowieso schlauer immer. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Spieler, der nicht so viel Geduld hat, um viel rumzusitzen. Shit, von der Seite. Das geht mir auch so. Obwohl es oft klüger wäre. Auf jeden Fall, ja. Die Mischung macht's halt. Von der Seite! Oh Gott. Ja, das ist nicht. Alter, ich hab. Mal weg doch! Boah, was ist denn los hier? Ja, ich kann nicht versuchen aufzuheben. Wenn mich keiner aufhält. Nein! Lol, ich bin eine Sekunde zu spät gekommen. Ah, ihr habt dich gesehen. So, bin wieder da. Pass auf, da drinnen sind auf jeden Fall noch welche. Ey, und dann kommt er raus. Ich dachte, der campt da noch eine Stunde. Aber ein. Oh Mann! 12 Helfer, Alter. Jetzt haben wir eine Runde, wo ich echt hintereinander von 3-4 weggerotzt worden bin und die mit einem Health überlebt haben, wo ich mir eh gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Und ich hätte, glaube ich, jetzt irgendwie rübergehauen. Hättest du es? Nee. Ja. Ja. Warum auch immer? Auto Team Balance halt, der steht da. Two unstuck teams, move. Oh. Man ist zwar nett gemeint, aber. Server, ne? Ist doch cool, man kämpft dann so die ganze Runde für sein Team, gibt das Beste und auf einmal. Oh. Ja, das ist es ja. Dann kommst du jetzt ins Verliererteam, weißt du? Ging auch sehr oft so, wo du dann einfach denkst, ja, was ist denn das jetzt? Was ist jetzt los? Ja. Rennt er einfach weg? Wieso rennt denn der weg? Oh. Stehen. Boah, hat er mich erschreckt hier. Gott, taucht er da so an der Seite auf. Muss gucken. Das Lustige ist, ich habe durchgehend 30 FPS in OBS, ne? Ja, habe ich auch. Es ruckelt aber dennoch. Hast du auf dem zweiten Monitor auf? Meinst du das? Mhm. Ja, also, wenn da unten 30 FPS steht, dann sollte das schon stimmen. Ich glaube, das Fenster im OBS selbst ist ein Tick verzögert. Oder meinst du, dein Spiel ruckelt auch? Ja, aber auch das Spiel ruckelt auch. Ja, das Spiel ruckelt auch. Ja, da hatte ich jetzt hab das erst seit den neuen Updates. Davor war nix. Hm. Und dann kamen ja jetzt zwei Updates für OBS. Hm. Die letzten zwei Tage. Und seitdem habe ich das. Keine Ahnung, die haben glaube ich am Game Capture ein bisschen was geändert. Mhm. Irgendwas mit Replay-Puffer oder keine Ahnung, was für ein Scheiß. Vielleicht habe ich das hier irgendwie an. Ich weiß es nicht. Ja, man kann das laufen lassen. Aber ich finde so Replay-Gedöns irgendwie nicht so cool. Das habe ich das auch gerade an, ich weiß es nicht.
Aber seitdem habe ich halt eben gesehen, okay, es läuft nicht mehr so flüssig wie soll. Muss ich mir dann noch anschauen. Ich hatte ja eine Phase mit OBS, wo gar nichts mehr ging. Obwohl ich nichts verändert habe. Das war das Lustige. Hm. Kommt immer mal wieder. Warte. Boah, ist das hier viel. Gucken, ob wir jetzt noch A holen können. Oh. Ich bin mal bei B. Alter, der wäre sofort weggemäht. Sieht mir genauso. Ja, wenn wir so weitermachen, würden wir. Oh, da drüben ist ja Action. Da fliegt eine Granate. Der A ist ja mal Action, Alter. Ja, da bin ich auch dran. Hinter. Oh Gott, oh Gott. Da geht's ab. Da will ich hin. Besser. Oh nee. Meine Nase juckt, das heißt nicht gut. Au, 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 au. So, ich wechsle mal wieder. Ich hau mir jetzt mal. Komm, was spiele ich denn eigentlich nie? Ich spiele nie Karabiner. AK-15 ist eigentlich ganz geil. Ist auch die erste. AK-15. Gut, haben wir die mal rein. Was habe ich denn dafür? Da habe ich fast gar nichts. Oh, ich dachte, das wäre erst eine Leiche. Schieße ich da drauf, komm, Hitmarker. Stellt sich nur tot. Oh, ey, Teammate macht uns jetzt echt fertig. Au, 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 au. Da hast du mich von hinten weggemacht. Oh, gleich. Shit. Boah, da kommen aber auch wieder ultra viele von euch Richtung, ey. Nein! Ja, AK-15 ist wirklich gut, danke für den Tipp. Hab ich den wenig gespielt, wirklich. Ich weiß, was ich jetzt spiele. Damit, wo ich jetzt abgeschossen wurde, M416. Die M4 ist, finde ich, so ein richtig schöner Allrounder, die 1.6. Ist die M6? M416, ja. Kann man richtig krass draufhalten, die verzieht echt wenig. Ah, ja, die ist auch nice. Oh, Mann. Gut, ich bin wenigstens heute nicht so negativ. Auch schon mal ein Erfolg für mich. Ja, Hauptsache. Nicht so negativ, oder? Allgemein. Dem Kumpel von mir ging es ja auch so. Wir haben im Spiel immer gemeinsam Battlefield, jetzt haben wir ein paar Tage nicht gespielt. Und der konnte auch gar nichts. Wir waren beide gleich scheiße. Wenn 3-4 Tage kein Battlefield zockst, dann bist du wieder komplett am Arsch. Ja, man kommt da auch schnell raus, das stimmt. Extrem schnell. Ah, wieso kommen da so viele? Du hast dich schon wieder umgerotzt, ey. Da waren so viele an deinem Baum, ey. Lebe. Oh shit. Ah! Granate. Oh, ich glaube, deine Leiche fliegt da durch die Gegend. Mhm, kann gut sein. War jetzt leicht verbuggt. Oh Gott, kommt der Fleck. Da ganz links ist einer, der campt. Aua. Die AK-5C, die werde ich jetzt ein bisschen leveln, glaube ich. Ja, ich finde die super. Da kann man auch prima einen Schalldämpfer draufpacken. Das ist die trotzdem immer noch sehr gut und sehr angenehm. Muss ich wieder freischalten langsam. Keine Muni mehr. Verdammt! Ah, fuck. Nee, der hat mich fast erwischt. Jetzt kriege ich das ganze gegnerische Team mit meiner Pistole. Und mit dem Messer. Oh! Shit. What? Der hat nur Leben! Oh. Kennst du das auch bei Battlefield 3? Hilfe bei Kill 100? Gibt's auch bei 4, ja. Ah,
Ist dann so ein feuchter Händedruck, der sagt, ja, du warst gut, aber du bist dann auch scheiße. Boah, 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 boah. Kommen die denn dann her? Oh, macht Bock wieder so ein bisschen längere Runden. Nein, 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 nein. Ah, ich will hier rein. Ich brauch Schutz. Boah, ist da viel. Oh Gott, jetzt sterbe ich. Ah, Hilfe, zählt als Kill 96. Er hat mir voll mit seiner SSR richtig gedrückt, ey. Oh. Wer ist jetzt Hardcore, hat dich in Teamkill gemacht? Stimmt, das geht ja auch nicht, ey. Das ist eigentlich echt schade. Oh, ab und zu gar nicht mehr so schlecht. Nur, was wird das Granatenspam halt auch so ein bisschen eindämmen? Oh Gott. Ey, ich finde, bei Granaten sollte man auch Team-Kills machen können. Ja, da würden die halt auch nicht mehr so einfach so spammen und spammen und spammen teilweise mitten in die Leute rein. Ist ja bei Operation Locker ganz schön schlimm. Ja, das ist auch so unspielbar, wenn du das nicht irgendwie, und Metro, wenn du das nicht irgendwie auf einem No-Explosive-Server spielst, finde ich. Es explodiert alles! So anstrengend. Wir standen ein bisschen zu viel. Oh, ein Sniper, glaube ich, zielt auf mich. Au, 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 au. Wieder. Ja. Oh, nein, nur so einen stimmt. Kleinen. Oh. So ein paar Zentimeter. Aber ich habe auch einen unfairen Spot gehabt. Ja, ja. Ich habe da echt relativ wenig gesehen. Ich habe versucht durchzulaufen, aber nicht so intelligent. Aber, ja. Da ich mich aber gerne hin, weil da bist du einfach ein sehr schlechtes Ziel. Oh Mann! Spawnst du ein bisschen weg? Da wurde jemand gebannt. Von dem dicken Multi-Hack. Immer wieder schön zu lesen. Oh Gott, ist hier viel. Sehr schön. Oh Gott, die Granate. Oh, what the fuck, wo waren der jetzt? Ah, da war im Zug. Oh. Wollte mehr auf meinen geben. Ja, vor allem die. Boah. Stell dich mit dem Rücken völlig offen hin, ey. Oh, alles umlaufen. Jetzt weiß ich ja, wo die dünn waren. Ich glaube, die waren hier drin, oder? Ne, hier waren sie dünn. Wir sind nicht mehr da. Leben. Leben. Oh nein, 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 pfui! Oh. Ich werde gerade dauernd weggesniped. Wie machen die das eigentlich hier? Ich glaube, jetzt den Counter-Sniper. Die killen sie mal aus den Zügen. Schon zum zweiten Mal. Wir sind jetzt ein paar Wagone weiter hinten. Und schießen raus. Warte mal, die hol ich mir. Lol, den habe ich noch getroffen. WTF. Hol ich mir. Ja, außer aus Reflex geschossen, ne? Die sind hier drin, oder? Sind die hier drin? Nee. Komm schon! Oh Mann! Ich wollte gerade rein! mich trollt heute der ganze Server. Gerade wo ich hinein wollte, um sie zu messern, ey. Ja, das versuche ich teilweise schon gar nicht mehr. Oh, High Ping. 83 ist schon ein High Ping? Okay. Was habe ich gerade? Ich finde, dass die das aussortieren. Aber 82 ist eigentlich noch akzeptabel, würde ich fast sagen. Ja. Kannst du eigentlich noch lassen, ne? Ab 100 wird es langsam. Nee. Ab 100 wird es meistens immer so scheiße. Ja. Für die ist jetzt hier wohl 80 viel. Oh Mann! Ich könnte heulen gehen. Ah, von hinten! Gehen. Hinten haben die es am liebsten. Gar nicht von hinten. Da. Komm, schau raus. Ja,
schaut sich das. Anstatt dass er mir ein Health Pack mal hinwirft, der läuft einfach weiter. Ich frag die Leute an mit dem Scharfschützengewehr gerade, aber jedes Mal werden sie mir weggeholt. Ein Sniper oder wie? Ja, ich hab's grad versucht, weil ich auch permanent weggesnipert wurde, dachte ich mir, machst du vielleicht auch mal, dann gehen die dir nicht so auf den Keks. Die Runde ist eh vorbei. Und das war's, ja. Ja, du hättest eigentlich auch gewonnen, aber nee, dich hatten sie jetzt switchen müssen. Ja, das war ein bisschen traurig, aber was willst du machen? War auf jeden Fall eine ganz nette Runde. Jo. Und ich denke, das werden wir auch mal wiederholen. Oder was sehr gerne. Ja, schaut mal bei einem guten Daniel vorbei auf dem Kanal. Da finde ich das aus meine Leute Sicht. Auch. Nee, bei mir werdet ihr nicht viel sehen, aber ich spiele halt scheiße. Ach Gott, ey. Das gibt sich auch wieder in ein paar Tagen auf jeden Fall. Stimmt. Wird besser. Mm-hmm. Na gut, dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.